Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Michel Birnbacher, Fototrainer und Leica-Enthusiast. In meinem Podcast geht es um meine Fotografie und meine Leidenschaft zur Leica M. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, so komme doch auf meine Homepage www.leica-enthusiast.de. Im Abschnitt Podcast findest du alle Informationen zur aktuellen Episode und ich freue mich über jeden Kommentar. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Samstag, den 17. April und mein Gast hat sich bereit erklärt, um 9 in der Früh mit mir sich hier vor dem Computer zu setzen und eine neue Episode aufzunehmen. Ihr kennt sie schon, Olivia Huck ist die Galeristin aus der Leica-Galerie in Nürnberg. Sie war bei mir ja schon am 15. falsch. Wann warst du bei mir? 15.11. war es nicht. Oliver, doch, am 15.11. warst du bei mir und hast dich damals kurz vorgestellt als die neue Galeristin, das der Wolfram Reuter damals abgelöst. Und bist natürlich in eine ganz schwere Phase gestartet. Für Galerien und Ausstellungen war das ja nicht unbedingt eine Hochblüte die letzten Monate. Nee. Und du hast jetzt hier die zweite Ausstellung in Planung oder die zweite Ausstellung kommt jetzt gleich oder demnächst wird die eröffnet. Und herzlich willkommen einmal, Olivia. Bevor ich das vergesse, möchte ich natürlich begrüßen. Fein, dass du aufgestanden bist und hier bei uns bist. Hallo. Hi, natürlich. Immer gerne für dich. Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Du bist Galeristin. Wir haben schon gesagt, es ist eher schwierig. Deine erste Ausstellung war Xiomara Bender, von der wir uns eigentlich viel versprochen haben. So, das war so dein Highlight für den Anfang, eine erste Frau in der Ausstellung hier in der Leica-Galerie hier in Nürnberg. Erzähl einmal ganz kurz, bevor wir dann über die neue Ausstellung reden, wie war denn so deine letzte Ausstellung mit ausstellungsfreier Zeit? Also ja, es ist schwierig momentan. Wir durften, glaube ich, insgesamt 2-2,5 Wochen tatsächlich auch öffnen für die Besucher. Und da kamen auch sehr viele. Also das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass es dann auch sozusagen, also das bekannt war, dass es eine neue Ausstellung gibt. Das haben wir auch versucht, über alle Kanäle zu präsentieren und auch zu zeigen. Aber das war es dann tatsächlich auch schon nach den 2,5 Wochen. Und das war halt sehr schade. Wir haben über die Videos, über die Interview-Episoden auf YouTube versucht, da auch so viele Informationen wie möglich eben zu der Ausstellung zu geben, zu Xiomara, zu der Organisation und zu dem Projekt, zu der Ausstellung an sich. Und die Videos kamen auch sehr gut an, da haben wir sehr viel Lob bekommen auch. Und wir haben versucht, irgendwie das Beste draus zu machen, aber jetzt neigt sich leider dem Ende zu. Aber was wir halt planen ist, wenn man dann doch wieder die Fotografen zu uns einladen darf, auch mit Besuchern und Gästen, dass man dann die Xiomara nochmal zu uns bittet, dass sie dann eben vielleicht so einen Abend-Talk macht nochmal über Nordkorea. Also das, denke ich, würde auch viele freuen. Gute Idee, so diese Galeriegespräche wieder aufleben lassen, genau. Die wir ja hatten. Für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, wir haben irgendwo etabliert eine Art Galeriegespräch in der Leica, im Leica Store, beziehungsweise in der Leica Galerie, wo wir also versucht haben, den Künstler, sofern möglich, vor das Publikum zu bitten und einen Vortrag zu halten über die Ausstellung, über sein Leben, über seine Fotografie. Und ich denke, da ist Xiomara sicher ein guter und gern gesehener Gast hier mit ihrer Ausstellung. Gibt es irgendwelche Highlights, die du so hattest, seitdem du jetzt die offiziell Galeristin geworden bist und sagst, oh, ja, das war mal was ganz Spannendes, damit habe ich nicht gerechnet? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ich frage anders. Hättest du es jetzt anders überlegt, Galeristin zu werden mit dem Wissen, das du jetzt hast? Ich denke nicht, aber ja, so ein paar Highlights oder vielleicht Sachen, die passiert sind. Es war auch vielleicht interessant zu sehen, wenn mal dann doch keine Vernissage stattfinden kann, wie man es anders lösen kann. Auch mit den Videos war das, glaube ich, auch für das ganze Team ganz interessant, so wie wir es gemacht haben, vielleicht auch für die Zukunft weiterzuführen, dass wir da Neues gefunden haben.
Ja, dass man trotzdem den Fotografen zu uns holen kann für die Interview. Also für die Interviews, und die meisten sind da ja auch damit einverstanden. Was jetzt auch Neues war, ist, dass ich kurzfristig ein bisschen umplanen musste. Das hat sehr viel durcheinander gerüttelt. Aber dennoch nichts, was nicht machbar ist, sage ich jetzt mal. Und auf die nächste Ausstellung freue ich mich auch schon. Fein. Für diejenigen, die das nicht kennen, magst du kurz erzählen, was ihr da in den YouTube-Videos gemacht habt oder was sie da tut? Also eine richtige virtuelle Galerie, also ein großes Museum haben wir ja nicht. Also du kannst nicht dich vor das Bild stellen und draufklicken. Das wäre wahrscheinlich etwas zu groß für unsere kleine Galerie. Aber was machst du in diesen YouTube-Videos? Was war da bisher? Und den Link zu den YouTube-Videos, den werden wir dann in den Shownotes packen. Im Prinzip, wenn man Leica Galerie eingibt in YouTube, würde man euch finden. Oder Leica Galerie Nürnberg. Leica Galerie Nürnberg oder einfach über den Leica Store Nürnberg. Also genau, ist ja der gleiche Super. Kanal dann. Genau, also ich habe mir überlegt, ob wir entweder ein Galerie-Video machen mit einem Galerie-Rundgang oder eben dieses 360-Grad-Video, was ja viele Galerien und Museen machen. Aber ich finde das ein bisschen so unpersönlich irgendwie. Vielleicht in der Zukunft, wenn sich das ein bisschen mehr ausgebreitet hat. Es gibt ja verschiedene Tools, wo man diese 360-Grad-Videos machen kann. Und das war auch im Gespräch bei uns, aber ich fand dann irgendwie so ein kürzeres Video einfach mal mit so einem Einblick, die meisten Bilder, in denen man zeigt, irgendwie ein bisschen besser für den Anfang. Da gibt es genau dieses Video, den Galerierundgang. Dann haben wir insgesamt 4 Episoden gemacht. Ein Interview mit Giomara, wo sie einfach über sich, über ihre Fotografie, über ihr Leben als Fotografin erzählt, wie sie zur Fotografie gekommen ist. Dann haben wir, Entschuldigung, dann haben wir eine Episode noch, wo wir die Organisatorin der Arbory Foundation, die Andrea Burry, zu uns geholt haben und dann zusammen mit Giomara eben so ein Dreiergespräch hatten, wo sie dann ein bisschen was über die Organisation erzählt hat, wie das Projekt mit den beiden zustande gekommen ist. Dann haben wir noch eine dritte Episode über Äthiopien. Weil das ist ja der eine Teil der Ausstellung und der andere Teil ist dann also das Nordkorea-Thema und das war dann auch die 4. Episode. Also wer da irgendwie Interesse hat zu den einzelnen Themen, vielleicht nicht wusste, dass es doch die Ausstellung gab, kann da natürlich gerne reinschauen. Auch auf Instagram haben wir da auch ein paar Bilder noch hochgeladen dazu. Genau. Sehr schön. So, das ist die Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Die nächste Ausstellung mit einem Fotografen, der auch schon bei mir als Gast war. Sein Werdegang, den kennt man hinlänglich, darüber müssen wir nicht reden, denn ich kann mich erinnern, bei meinem letzten Vorgespräch hat er gemeint, er wird über eines nicht reden, über seinen Werdegang, weil darüber redet er überall. Ist da quasi ein Quereinsteiger, der eigentlich durch Zufall auch in diese Konzertfotografie hineingerutscht ist, wenn man das so hört. Und hat dann, wie hat er das damals formuliert? Ich hoffe, ich habe das so ungefähr im Kopf. Mit der Leica M wieder zur echten Fotografie gefunden. Muss sagen, er verwendet natürlich in seinem Beruf als Konzert und für andere Produktionen, da kannst du dann noch kurz drüber sprechen, auch andere Produkte, andere Marken, ganz klar, weil es halt eine Leica M nicht für alles so perfekt geeignet ist, wenn man ein Ergebnis abliefern muss und nicht nur die Kunst im Auge hat, zumindest für ihn. Aber das ist etwas ganz Persönliches, da können wir dann ein anderes Mal drüber reden. Und ja, er nennt sich Hütte, heißt eigentlich Paul Hüttemann, und war bei mir jetzt am 10.9. damals schon im Podcast für diejenigen, die da zurückhören möchten. Das ist jetzt die Eigenwerbung, muss auch sein. Und jetzt zur Ausstellung. Offiziell sollte er am 30.04. seine neue Ausstellung beginnen. Paul Hüttemann, Wieshard, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Olivia, erzähl uns einmal kurz, was denn das Ganze bedeutet und warum, das ist sicher auch etwas, was interessant ist, warum Paul Hüttemann von dir da ausgewählt wurde. Genau, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, gab es ein paar kleine Änderungen jetzt in den letzten Wochen. Eigentlich wäre ja jemand anders mit seinen Bildern sozusagen in der Galerie. Den Anatole Kotte verschieben wir aber auf nächstes Jahr, vor allem dann auch mit der Blauen Nacht. Das war ihm sehr wichtig und das
sehen wir auch ein, also das verstehen wir natürlich auch. Und den Paul hatte ich eigentlich für wann anders geplant und habe ihn dann jetzt kurzfristig gefragt, ob er doch vielleicht Lust hätte. Und genau, so ist es dann alles sozusagen zustande gekommen. Also Paul war flexibel, Gott sei Dank, und Ja, ist trotz eingesprungen oder vorgezogen worden eigentlich, ne? ja, trotz auch seiner momentan vielen Reisen, also jetzt letztens war er erst in Barcelona und in Warschau auf Videoproduktion. Jetzt ist er die Woche in Amsterdam, aber hat trotzdem zugesagt und wir konnten auch per E-Mail und Telefonkontakt gut miteinander die Ausstellung organisieren. Aber ich glaube, Paul ist auch ein sehr guter Kandidat, weil ich habe ja auch angekündigt in meinem letzten Podcast bei dir, dass ich ja eine Art Newcomer-Kategorie gerne einführen möchte. Und ich denke, da ist er einfach der perfekte Kandidat, weil er erst seit ein paar Jahren fotografiert, wie du schon erzählt hast, eigentlich was komplett anderes gemacht hat, aber das weiß mittlerweile jeder. Und genau, zu Ja, der Aus. mit Leica M fotografiert, da hat er damals in meiner Episode erzählt, seit 2019 Ja, erst, vielleicht nicht. für den einen oder anderen Hörer erst, ja, für einige unserer Stammbesucher der Galerie noch viel mehr. Ja, aber jetzt ist er bekannt geworden eigentlich mit Konzertfotografie. Also er hat ja das große Glück gehabt, eine Zeit lang Lena auf Welt Reisen zu begleiten und bei ihr als Tourfotograf zu arbeiten. Und da gibt es ein paar Beispielbilder, die man im Podcast sieht, oder wenn man auf seine Homepage geht, sieht man das auch. Gibt ein paar so, ja, auch M-Fotos, die hier sehr künstlerisch und sehr, sehr durch die Nähe sehr und auch durch die Zeit, die er mitfahrt, mitkommen. Aber du zeigst ja nicht die Bilder seiner Konzertfotografie, sondern du zeigst ja eigentlich Bilder, die vielleicht ein bisschen atypisch für Paul sind. Also wenn man Paul Hütte man sucht oder kennt, dann sieht man sicher nicht die Bilder, die wir hier zeigen. Und ja, magst du erzählen, warum diese Auswahl? Ja, gerne. Also für die zukünftige Ausstellung, die ich eigentlich mit ihm geplant hätte, hatte ich sogar die Tourfotografien im Kopf. Das hat jetzt aber leider, dass es so kurzfristig war mit den Lizenzen, nicht geklappt. Da werden wir oder sind wir noch am Verhandeln. Wir haben nämlich in Fürth auch ein analoges Geschäft, dass wir da sozusagen die analogen Aufnahmen in unserer kleinen Street-Galerie zeigen. Also da wird es auf jeden Fall parallel zu der Ausstellung im Leica Store auch Aufnahmen von Paul geben. Wer da Interesse hat, da können wir auch ein paar Informationen dalassen. Und da kann es sein, dass wir zwei Bilder von Lena und auch zwei Bilder von Vincent Weiss zeigen werden. Zu der Ausstellung im Leica Store aber. Ich bin dann ein bisschen so durch sein Portfolio gegangen und fand seine Reisebilder eigentlich auch sehr spannend, weil sie den gleichen Stil aufweisen. Also sie sind authentisch echt, dadurch, dass er die Bilder auch nicht bearbeitet hat. Und er verwendet die M240 von Leica und das merkt man und das sieht man auch. Und ich finde, es gibt den Bildern so einen schönen Charakter. Und die Ausstellung jetzt im Leica Store hat eigentlich viele verschiedene Aspekte. Also wir zeigen zwei, drei Porträts, wir zeigen einige Streetaufnahmen, ein bisschen was von der Reportage, ein paar Landschaften. Was vielleicht ein bisschen viel sein mag, aber es hat trotzdem so das Gleiche. Also es ist irgendwie alles echt und hat alles den gleichen Charakter, was ich ganz spannend finde an Pauls Bildern und passen visuell wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und deshalb habe ich mich auch für die Indien-Bilder sozusagen entschieden. Das meiste ist aus Sri Lanka. Und da war er vor ungefähr einem Jahr, für 2 Wochen sozusagen auf einer Rundreise. Lustigerweise auch mit dem Sänger Vincent Weiss. Da wird es aber keine Fotos von ihm geben, bloß ein Rückenfoto. Aber das könnte auch irgendjemand anders sein. Genau, und da gibt es einige Zugfahrten durch Indien. Wie gesagt, es war eine Rundreise und hat ein sehr breites Themenfeld.
Aber dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel bei der Giro Mara sehr viele Porträts gezeigt haben, wollte ich da jetzt ein bisschen weg davon. Und zwei, drei sind aber trotzdem dabei. Wir Und werden ein paar dieser Bilder, also du hast mir jetzt vorab ein paar Bilder zur Verfügung gestellt, die werden wir in den Blogbeitrag auf der Homepage dann mit einbauen, dass die Hörer mal, wenn sie wollen, da ein paar Bilder schon vorab sehen, die genau. da zur Ausstellung ist. Es gibt ein Bild, das ich hervorheben möchte, weil das wird garantiert wiederkommen und ich darf vielleicht ein bisschen vorab verraten, dass ich Paul gebeten habe, noch einmal in den Podcast zu kommen, jetzt aufgrund der Ausstellung noch einmal über die Ausstellung zu reden und nicht wie damals über sich und über die Fotografie und über all diese Dinge. Damals ging es ja so, warum denn Leica? Und es gibt ein Bild, da sitzt die ganze Familie auf einem Motorrad, vorne zwei Kinder, dann der Vater in der Mitte, dann wieder zwei, nein, dahinter noch drei Kinder. Bin gar nicht sicher, ob die Frau jetzt da dabei ist auf dem Bild. Also ein richtiges Mitziehbild, wo der Hintergrund verwaschen ist, das Motorrad hier, ja, die ganze Familie hier in der Bewegung transportiert. Weil das war damals, warum ist das für mich jetzt interessant, dass das wiederkommt? Weil ich habe Paul damals gefragt, was ist denn so eines deiner Lieblingsbilder, die du mit der M gemacht hast? Und dann kam ihm genau dieses Bild. Und ich war natürlich erstaunt und erfreut, dass du mir das jetzt wieder in die Auswahl gelegt hast, obwohl wir eigentlich gar nicht darüber gesprochen haben. Also da sieht man schon, da gibt es das eine oder andere, was dann anscheinend immer wieder schön rüberkommt. Aber wie gesagt, wir werden ein paar dieser Bilder in den Blogbeitrag posten, den wir hier zur Aufnahme veröffentlichen werden. Wie viele Bilder werden das ungefähr sein, die wir hier sehen? Zudem, es würden knapp 40 Bilder sein und das Bild, was du gerade erwähnt hast, wird auch gezeigt, also sogar in einem großen Format, weil das ist auch weiterhin eines seiner Lieblingsbilder. Es ist aber auch eine klasse Aufnahme. Eine der großen, so im Flur oder im Stiegenhaus? Bei uns im Treppenhaus, Im genau. Treppenhaus, ja, schön. Das wird spannend. Bei mir steht noch in den Unterlagen 30.04. bis 17.07. Ändert sich da was oder bleibt das? Das bleibt bei den Der Daten, 30. ist genau. ja dann eh schon Ende des Monats, also bald. Bald, genau. Also wir rahmen jetzt dann Ende der Woche wieder um, weil die Bilder abgeholt werden und dann, genau. Sehr Wobei gut. man sagen muss, ob da jetzt schon ab dem 30. gleich der Besuch stattfinden darf von den Kunden, das wissen wir leider auch noch nicht. Das ist ja sehr inzidenzabhängig. Momentan ist es ja noch so mit dem negativen Corona-Test, dass man, wer es noch nicht besucht hat, gerne noch sozusagen die Ausstellung besuchen darf, wenn der Wert unter dem Wert bleibt. Ja gut, wir haben aber ein, wie heißt das so schön, Click and Meet, glaube ich. Genau, Und nicht mit Click und Collect, das Terminvergabe. heißt, bitte zuerst im Store anrufen, wer die Ausstellung sehen möchte. Genau. Es gibt auf der Eventseite www.vilafleica.de, also das ist die Eventseite vom Leica Store Nürnberg. Dort gibt es ganz oben die Möglichkeit, sich auch einen Termin auszuwählen. Also man kann hier sich anmelden, eine Stunde auswählen und dann in den Store, Klammer ist gleich Galerie, kommen, weil eben für den Gesamtraum eben nur eine gewisse Anzahl von Personen erlaubt ist. Also bitte anrufen, E-Mail schreiben, Kontakt aufnehmen mit Olivia oder auch mit dem Store. Die koordinieren dann, dass sie nicht dann 10 Leute gleichzeitig zur gleichen Stunde vor der Türe stehen. Denn ja, mit all dem Verständnis, das man hier aufbringen muss, die dürfen halt jetzt einmal niemanden in die Galerie hereinlassen. Es ist einfach so und darüber reden wir hier sicher nicht. Da gibt es andere ja, Sendungen dazu. Die Bilder, die du zeigst, sind alle mit der Leica M aufgenommen, so wie ich das verstanden habe. Wie auch schon gesagt wurde im letzten Podcast von Paul. Genau, Und ja. der Paul arbeitet nicht nur mit dem M-System, sondern also digital und auch sozusagen Er arbeitet analog. auch, nennen wir es, er arbeitet auch mit Sony, ja, wenn er auf der Bühne ist und Filme macht, vor allem. Ja, für die, Das ist so. also die Videografie ist halt auch so, damit hat er halt angefangen gehabt, da verwendet er die Sony, genau. Und genau, für Leica hat er auch jetzt analog angefangen, sehr viel zu fotografieren. Ich glaube, vor knapp über einem Jahr, da hat er auch die M6. Und das finden wir auch ganz spannend in Fürth, weil wir da uns eben auf die analoge Fotografie spezialisieren. Jetzt macht er auch einiges mit Hasselblad. Da zeigen wir eben auch einiges davon.
Magst du kurz über diese Galerie in Fürth reden, die sicher leichter zugänglich ist? Auf Ja. der einen Seite, dafür auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist und auch nicht, dass, Nein. dass die Plattform hat, die die Leica-Galerie jetzt hier hat. Aber erzähl mal kurz, was denn da in Fürth so Spannendes passieren könnte und was denn in Fürth überhaupt ist, dass man dort ja, hin muss, um nicht zu sagen, warum das die Wurzeln der Leica-Galerie in Nürnberg sind. Ja, da war ja damals noch vor knapp ja, 4 Jahren sind wir ja nach Nürnberg umgezogen. Davor war dort die Leica Boutique in Fürth. Mittlerweile haben wir dort aber das, dadurch, dass das Interesse an der analogen Fotografie auch steigt und wir selber auch, also auch die Mitarbeiter, sehr viel auch noch analog fotografieren, haben wir unser Filmlabor und die Entwicklung wieder aufgebaut und haben da sozusagen so ein kleines analoges Zentrum gebaut oder geschaffen. Sind auch momentan noch an Planung von dem Umbau, weil wir da einiges verändern wollen. Und genau, bezüglich der, naja, Galerie dürften wir vielleicht sogar gar nicht sagen. Es ist, wir zeigen halt viele Aufnahmen im Schaufenster, haben wir so eine kleine Schaufenstergalerie. Die wollen wir jetzt aber auch um den Store rum sozusagen weiterbauen, dass wir ein paar Bilder mehr zeigen können. Und wir zeigen auch 3 bis 4 Aufnahmen im Geschäft. Das wollen wir aber auch weiter ausbauen. Und da wird es, wie gesagt, auch jetzt parallel zu der Ausstellung auch Bilder von Paul geben. Aber da jetzt nicht digital, auch nicht mit Leica, weil wir da uns nicht auf Leica spezialisieren in Fürth, sondern allgemein auf die analoge Fotografie. Also das meiste ist mit der Nikon F3 oder der Hasselblad aufgenommen tatsächlich. M6 gibt es auch 2, 3 Aufnahmen. So Schnappschüsse macht er auch mit der Leica Minilux, was auch ganz witzig ist, aber da kommt nichts mit der Minilux. Das heißt, du hast auch Nikon F3 Bilder von Paul. Genau, die, und die Hasselblad. Ja. Also und, Mittelformat Aufnahmen gibt es auch, genau. Die Ausstellung oder die Ausstellungsmöglichkeit in Fürth, ist die beschränkt auf analoge Bilder oder zeigst du dort auch oder werden dort auch digitale ja, Aufnahmen in diese Galerie gestellt? Oder habt ihr wirklich euch als Nischen-Schwerpunkt-Thema hier werden nur analoge Bilder in die Auslage gehängt? Genau. Also analog entstandene Bilder. Was hängt, ist immer analog. Ne? Genau, also seit circa einem Jahr spezialisieren wir uns wirklich auf nur analog und rein analog. Da hängen auch jetzt im Moment noch Bilder. Wer gerne vorbeischauen oder vorbeilaufen möchte, wer in der Fürther Umgebung wohnt, kann das natürlich gerne tun. Sind im Moment Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einem amerikanischen Fotograf, der in Fürth lebt, von Andrew. Und genau, aber da spezialisieren wir uns wirklich rein auf analoge Aufnahmen von jedem Format. Also da sind wir offen. Und ihr entwickelt die dann aber dort auch direkt in Fürth, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Genau. Es gibt, machen wir mal Werbung für Fürth, wir haben, oder anders, der Leica Store in Nürnberg macht wöchentlich eine Art Stammtisch, Talk im Store, so Stammtischcharakter, interaktiv, live, also keine Aufzeichnung, sondern da entweder werden Gäste eingeladen oder es gibt irgendein Thema, über das man reden kann. Und wenn wir schon von analog reden, dann möchte ich jetzt einfach darauf hinweisen und diese Cross-Selling in eure Richtung machen. Am Donnerstag, den 17. Juni, gibt es einen Erfahrungsaustausch zum Thema Digitalisieren, denn das passiert auch dort. Und wir haben noch, ja, das ist eigentlich das, was wir noch haben, ist dann die Bilderfürst-Manufaktur, die professionelles Digitalisieren anbietet. Also man kann die Bilder abgeben, analoge Bilder abgeben, die dann auch digitalisiert werden. Und wir hatten, aber das haben wir jetzt noch diesmal nicht mehr, es gab schon einmal einen Talk, haben wir da noch einen? Nein, noch nicht, aber das kommt auch wieder demnächst, eine Führung durch das, ja, durch das Labor, das in Fürth ist. Durch das Filmlabor, genau. Ja, wo alle möglichen Formate entwickelt werden, also auch Großformat und Kleinformat und Farbe und was da so alles kommt, können die Burschen dort, entwickeln uns kennen und das mit einer doch ganz guten oder sehr guten Qualität und Anspruch auf diese Qualität. So, nochmal zurück zur Ausstellung. Ja. Das Ganze wird dann sein bis zum 17.07., also bis Mitte Juli.
Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wo die Leica Galerie in Nürnberg ist, das ist die obere Wörthstraße Nummer 8, mitten im Zentrum. Ja, an der Türe steht groß Leica Store, aber im ersten Stock ist die Galerie. Genau. Beziehungsweise unten schon ein paar Bilder. Wenn man Fragen hat, Olivia, wie kann man sich an dich wenden? Es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder durch den Instagram-Account der Leica Galerie Nürnberg, weil da bin ich zuständig, den leite auch ich. Da kann man mir gerne schreiben. Aber wir können genauso die Kontaktdaten mit E-Mail und Telefonnummer, denke ich mal, einfach da verlinken. Werden wir machen. Ich glaube, das ist am einfachsten über E-Mail-Kontakt, außer es soll es jetzt was sehr, sehr... Wir geben mal deine E-Mail-Adresse an und dann können wir ja, könnt ihr genau. euch ja dann selber austauschen zu dem Thema. Was mich immer wieder interessiert oder wo ich auch gefragt werde, was muss ich tun, um bei euch ausstellen zu können? Fotografieren mit einem Leica-System. genau, also es bewerben sich auch immer sehr viele, das schaue ich auch immer durch. Wie viel sind das ungefähr? Kann man da eine Zahl sagen, sodass uns das jetzt vom Hocker haut und sagt, boah, ich dachte, das sind 1-2 und in Wirklichkeit sind das 1-2 pro Stunde? Oder hast du da so eine ungefähre Zahl pro Monat, pro Jahr, wie viele Anfragen du bekommst, so nach dem Motto, hey, ich bin super, ich möchte ausstellen, ich bin der Beste? Jein, also es ist jetzt ein bisschen weniger wieder geworden, aber ich denke, das ist einfach die Zeit. Also es waren auch am Anfang sehr viele aus dem Ausland, sehr viele auch aus Großbritannien. Ist dadurch mit dem Reisen momentan halt ein bisschen schwierig verbunden, aber ich denke so, ja, so 10, 20 im Monat werden es schon sein. Wenn man jetzt manchmal hochrechnet, mehr, manchmal ein bisschen weniger, ja. Ja, wenn wir hochrechnen würden, dass du 4 Ausstellungen pro Jahr hast. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig da. Also vor allem das meiste ist ja dann schon vorgeplant. Aber ich behalte mir natürlich die, wo ich, also die Fotografinnen und Fotografen, wo ich denke, das würde ein interessantes Thema sein. Natürlich auch für kommende Ausstellungen. So ist es natürlich nicht. Ja, aber es ist mal... Hinter wird es man ist aber gefragt, schwierig. Wie ist denn das so? Ja? Ich denke, ich mache gute Bilder. Schau mal, da sind gute Bilder. Und an wen soll ich mich wenden? Und was passiert dann? Und wenn du jetzt hörst, dass du eigentlich 20, also quasi 5 Jahre im Monat schon vorausplanen könntest, wenn du die alle nehmen würdest, dann weiß man auch, wie groß die Chance ist, dann wirklich genommen zu werden. Ja. Und irgendwelche anderen Kriterien, wo du sagst, naja, ist das so beim Bewerbungsschreiben, ne? Wenn das nicht da ist, dann schaue ich mir das gar nicht erst weiter an oder kriegst du da wirklich Portfolio-Mappen, kriegst du einen Link, schau mal, ich habe einen schönen Instagram-Account, da sind 1000 Leute drauf, deswegen bin ich wichtig und berühmt. Gibt es da so ein paar Highlights, wo du sagst, es gibt schon Leute, die auch sagen, mutig, hierher zu schreiben? Wir nennen ja jetzt keine Namen, also ist ja nicht so, nein. Dass wir hier was verraten, aber ich denke, es ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, einmal so das Leben einer Galeristin mal so ein bisschen nachzuvollziehen, so was da am Tag passiert, weil 20 E-Mails im Monat und du musst jedes E-Mail oder jeden Kandidaten eine halbe Stunde anschauen, dann sind das ja auch 20 halbe Stunden, ja, also das ist ja auch gleich mal ein paar Tage weg, ne? Also so eine Art Bewerbung bekomme ich jetzt nicht, das ist tatsächlich oft einfach so eine kleine Vorstellung, oder eben mit einem Link zur Website, oft auch Instagram. Oft sind es auch, also man merkt es auch schnell, oft sind es wirklich einfach nur kopierte Texte von der eigenen Website, die dann einfach an wahrscheinlich 10 oder 20, 30 andere geschrieben werden, bloß oder man irgendwo vielleicht mal genommen wird. Da hatte ich jetzt zum Beispiel ein paar aus Russland. Aber es ist einfach schwierig, vor allem momentan mit dem ganzen Reisen. Also aber wo ich halt immer so gern drauf schaue, wie ich ja auch schon bei dir in der letzten Episode, die wir gemacht haben, letztes Jahr gesagt habe, ich habe so 4 Kategorien, die ich so gerne beibehalten würde. Also das ist so die Newcomer-Kategorie, wie jetzt mit dem Paul, einen bekannten Künstler, der vielleicht auch schon da war, wie jetzt den Norbert Rosing, der dann nach dem Paul folgt, einen regionalen Künstler, das ist dann der Wolfgang Geier, der da am Ende des Jahres kommt. Und eine Lücke habe ich sozusagen noch Spielraum, ob es dann auch ein bekannter Künstler ist, ein weiterer Newcomer.
da habe ich immer noch so Spielraum, wo ich dann vielleicht doch jemanden nehme, der sich dann beworben hat. Weil meistens, also ein Steve McCurry wird mir jetzt nicht schreiben, dass er gerne in der Leica-Galerie ausstellen würde, ist ja klar. Also oft sind es tatsächlich Leute, die dann eher vielleicht nicht so bekannt sind. Aber da sage ich auch nicht immer gleich, nein, der hat jetzt nur 200 Follower, den nehme ich nicht. Also an sowas denke ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also Gut so. ich schaue wirklich das Portfolio an, die Bilder an, ob man da vielleicht ein schönes Thema machen könnte, was vielleicht mich schon jetzt wieder dran war. Weil wenn jetzt jemand schöne Bilder aus Indien hat, will ich die jetzt zum Beispiel nicht nochmal im gleichen Jahr zeigen, weil da haben wir zum Beispiel die Bilder von Paul dann. Auf sowas muss man halt natürlich dann auch immer achten. Klar. Schreibst du Künstler an und fragst, hey, wir sind die Leica Galerie in Nürnberg und du bist ein so ein Favorite, dich hätte ich gerne. Wo du sagst, ich schreibe dem mal und hoffe, dass zumindest irgendwie eine automatische Antwort zurückkommt. Sorry, ich bin gerade auf Assignment und kann nicht antworten. Machst du sowas auch oder seid ihr eigentlich ausgelastet mit dem, was über das Netzwerk Leica Galerie ja auch wahrscheinlich noch irgendwo ein bisschen verzahnt ist? Denn ich gehe mal davon aus, als Leica Galerie hast du ja Kontakt mit den anderen Leica Galerien oder auch mit der Organisation. Und musst dich da auch ein bisschen, vermute ich jetzt einmal, einfügen in dieses System oder gewisse, ja, Anforderungen und austauschend machen. Also es gibt ein paar Vorgaben von Leica direkt natürlich zu den Galerien, was sie sich halt vorstellen würden. Was auch so ein Kriterium ist zum Beispiel, dass sie gerne Gewinner oder Finalisten der Leica Oscar Barnards Award zeigen möchten. Und da sollen wir immer so alle paar Jahre mal jemanden zeigen. Also da gibt es zum Beispiel das. Wir schaffen jetzt auch mit den Leica-Galerien weltweit so ein kleines Netzwerk, dass wir uns eben besser verständigen können untereinander und dass es nicht immer über E-Mails sein muss. Und dass wir dann vielleicht auch auf Archive zugreifen können von anderen Ausstellungen. Wenn jetzt was zum Beispiel in Mailand war, was super war, dass ich da direkt anfragen kann. Also ganz einfach. Das schaffen wir gerade bei Leica, das ist auch sehr spannend unter den Galeristen. Aber bisher habe ich es tatsächlich so gemacht, weil ich nicht, dadurch, dass ich ja neu angefangen habe, hatte ich ja keine Anfragen. Also ich habe sozusagen mit nichts angefangen und habe dann sozusagen die Künstler selber jetzt angeschrieben. Norbert Rosing war bereits bekannt vom letzten Jahr, weil das ja verschoben wurde. Aber die anderen sozusagen habe ich selber angeschrieben. Okay, schön. Olivia, habe ich was vergessen? Möchtest du noch was gefragt werden oder möchtest du noch auf etwas antworten, was ich nicht gefragt habe zur Ausstellung, zur aktuellen? Woher kommt der Titel? Der Titel, den hat mir der Paul vorgeschlagen, weil ich frage immer, ob es irgendwas gibt, was vielleicht erwähnt werden soll im Text oder ob vielleicht der Titel schon vorgegeben sein soll. Und der Paul hat mir sozusagen den Titel gegeben und ich habe dazu den Text verfasst. Und Vichard wird es ausgesprochen, glaube ich. Da bin ich mir auch nicht so ganz Wir sicher. werden garantiert korrigiert, wenn es nicht stimmt. Bestimmt. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das bedeutet sozusagen eine Art Sehnsucht oder auch Nostalgie. Und das wird auch im Text dann sozusagen erklärt zum Schluss. Das ist halt eben, dass Paul sozusagen diese Sehnsucht hat, diese Momente immer wieder einzufangen. Und Paul ist auch ein Fotograf. Wenn er was sieht, dann will er es auch einfangen. Also er schaut dann nicht, ob er die richtigen Einstellungen hat, wenn das Bild jetzt vielleicht nicht ganz perfekt ist. Er will es trotzdem eingefangen haben und in seinem Portfolio, in seiner Memoria sozusagen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit der M eigentlich ganz schön verbunden, dass man das eben auch machen kann, schnell. Und genauso diese Sehnsucht nach dem Unentdeckten, weil er ja noch nicht ganz so überall war, weil er ja frisch sozusagen fotografiert. Und diese Sehnsucht hat er einfach und will immer mehr und immer mehr auch lernen. Jetzt hat er mit der analogen Fotografie angefangen. Das kommt so eben davon und dadurch, dass es Bilder aus Indien sind, eben den Titel dann sozusagen in der Sprache. Sehr schön. Olivia,
Dann wünsche ich dir wirklich viel Erfolg und ich denke, ich spreche im Namen der Hörerinnen und Hörer, wirklich viel Erfolg für diese kommende Ausstellung, deine zweite Ausstellung in diesen Zeiten. Wir hoffen alle, dass wir die auch jetzt endlich besuchen können für ja, die weiter entfernten, ja, für die weiter entfernten Interessenten. Ich gehe davon aus, dass es wieder YouTube-Videos geben wird oder Gespräche, die auf YouTube aufgezeichnet werden. Wir werden hier im Podcast noch einmal Paul zur aktuellen oder zur kommenden Ausstellung hier als Gast begrüßen können, wenn alles klappt, hoffe ich. Und ja, Olivia, bleib gesund. Ja. Alles Gute dir und deinem Team. Dankeschön. Damit es hier mit den Ausstellungen so weitergeht und niemand auf die Idee kommt, dass man das nicht mehr brauchen könnte. Nee. Alles Gute. Danke, dass du dir die Zeit gefunden oder die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Und ja, bleibt gesund. Danke auch und ebenso. Liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch alles Gute und noch ein schönes Wochenende aus der heutigen Sicht. Heute ist Samstag, wo die Aufnahme stattfindet. Danke, bis dann. Tschüss.